Hallinke und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Mario zockt Need for Speed World. Ich klopp mal wieder ein paar Verfolgungsjagden durch. Und zwar fange ich gleich ohne große Umschweife. Was bist du für eine? Stehst hier im Weg rum? Louis? Oder Louis 9? Louis 9. Ich glaube, das ist Louis 9. Ich muss mal näher ranfahren. Ich fahre mal so ein bisschen durch dich durch. Ach, du bist Lou 19. Ach so. Na gut, Lou 19. Hey, ich sehe nichts mehr. Ich nehme mal, glaube ich, einen anderen. Dann gehen wir ganz hier oben hin. Dann habe ich, glaube ich, noch nicht Let's Play die Dinger hier. Ich liebe ja diese Verfolgungsgeschichte. Ja, der perfekte Start. Da ist auch schon mein erster Freund. Komm, bleib gleich einfach stehen. Oh, Schnarchi. Bereithalten für Verkehrskontrolle. War das schon jetzt an mich gerichtet, oder? Verdächtiger ignoriert Code 3. Er will sich absetzen. Ja, genau. Ich will mich absetzen. Und ich mach das sogar auch. Guck mal. Und zwar ziemlich eindeutig, würde ich mal sagen. Ich bin ja gleich schon wieder geflüchtet. Wo seid ihr denn alle? Komm, ich knutsch mal ein paar Autos hier. Ja, genau. Kommt mal ein bisschen Stimmung in die Bude. Ein bisschen Schwung ins Leben. Was zum Sinn des Wortes? Ah, Fahndungsstufe 2. Ich habe gelernt, die Dinger heißen wohl Rio. Zumindest werden sie bei Teamfluchten und Teamverfolgungsjagden dann so angesagt. Damit jeder weiß, okay, da kommt so ein Schrotter, der alles versucht. Ja, alles. Ach, da bist du ja schon wieder. Ich habe mich ja schon einsam gefühlt. Verlassen. Ich hab gedacht, du magst mich gar nicht mehr. Ja, Entschuldigung, ich dachte, das wäre einer von euch. Kann ich doch nicht riechen, oder? Na klar. Blockiert ihn. Ihr wisst ja nicht mal, wo ich bin, ihr Luschen. Blockiert ihn. Wolltest du mir einen Arsch krabbeln eben, sag mal? Hier, guck mal, der ist immer noch da. Ich verwüste die halbe. Dann bin ich nicht gut genug, wenn es nur die halbe ist. Ich bin einer von denen, die die ganze Städte verwüsten. Er ist durch die halbe. Und du hast ein Problem mit Aussprache. Ich dachte immer, das heißt, wer nichts wird, wird, aber... Ich bin nichts, ich kann nichts, geht mir in der Uniform, passt wohl auch. Ich meine damit natürlich nicht die echten Polizisten, ich rede hier von den Polizisten im Spiel, ja, nur dass das mal klar ist. Nicht, dass es nachher heißt, was auch immer das jetzt hieß, weiß eh keiner. Keiner so will. Ja, ich bin zu schnell, deswegen ich bremse mich mal so ein bisschen. Damit ihr auch ein bisschen Spaß habt. Ich glaube, euch ist langweilig einfach. Das ist ähnlich wie bei mir auch. Obwohl mir ist im Moment gerade nicht langweilig. Ich finde es so abgefahren, das macht so richtig Fun. Straße verlassen. Oh, da ist ein Freund von mir. Der hat mich gern. Oh, Wand. 10:45. Ja, und? Genau. Nein, das tue ich nicht. Denn ich habe keine Uniform an. Ich bin gar nicht gefährlich, ich bin nur ein bisschen unter Druck, sage ich jetzt mal. Ich muss aufs Klo. Ich kann nicht in der Öffentlichkeit. Nichts passiert. Echt? Ja, da war eben eine Einblendung. Ich habe jetzt leider nicht so genau mitbekommen, was für eine. Wie jetzt? Mache ich dir noch nicht genug oder was? Ich melde mich, sobald sich was tut. Unterstützungseinheiten. Fahrzeug wurde zuletzt gemeldet in Richtung Nordwesten. Alle Straßen von der letzten bekannten Fahrtrichtung werden abgesperrt. Ausnahmsweise.
Einsatz. Ach doch nicht. Du hast mich. Du hast mich gesehen, wolltest du vielleicht sagen. Aber haben tust du nicht mal lange. Du kannst es mal gern haben. Wenn du das hinkriegst, ist okay. Aber ansonsten... Ich muss auch dann nach der hier, gehe ich mich mal lieber reparieren. Eine... Ja, wie oft willst du das jetzt noch sagen? Ändert sich ja nichts an der Tatsache. Na komm, lass mich da weg hier. Ich versuche ihn festzunageln. Genau. Versuch dich mal. Versuch mal ein fahrendes Auto festzunageln. Du bist ja auch witzig. Ich sag's gern nochmal. Ich bin nicht gefährlich. Ich bin ein friedliebender Mensch. Ich tue niemandem was zuleide. Ihr müsst mich einfach nur in Ruhe lassen. Das ist alles. Dann passiert auch keinem was. Ich dachte, dafür sind die Straßensperren da. Sollen die mich aufhalten? Nee, eigentlich nicht, oder? Einheiten auf dem Weg zur Code 3-Verfolgung. Der Verdächtige... Ach, da ist ja wieder einer. Du hast ihn. Okay. Ah, ja, ja. Die sind aber auch immer gut verknautscht dann, wenn die mich geküsst haben. Ja, ich fahr mal hier lang. Ja, er geht hoch auf Alarmstufe. Oh, die Ecke war jetzt nicht so gut. Wir haben vor euch die Straße gesperrt. Aber der Dreher war nicht schlecht. Warum? Was? Ich kann dich nicht verstehen. In die Mitte. Die Nagelbänder liegen in der Mittelspur. Och, das Taxi. Der arme Taxifahrer. Was? Was hat der denn da? Was machen die mit den Zivilisten, sag mal? Ihr sagt, ich bin gefährlich. Ist ja nicht, zu fassen. Ich bin gefährlich. Und ihr kloppt hier die Zivilisten kaputt, schiebt einen armen Taxifahrer vor sich her. Ihr macht Schneeflug mit anderen Autos. Wer jetzt nicht eingreifen, dann schüttelt er uns ab. Aber ich bin, also, ja. 10-19. Au! An alle, Straßensperre direkt vor euch. Versucht ihn herzutreiben. Ja. An alle Einheiten, Nagelbänder auf der linken Straßenseite. Ja gut, ich bin einfach durch die Mitte gefahren, ne? Ich wusste jetzt nicht, ob rechts oder links. Wir sind Q3. Ich hab die Absperrung umfahren. Bin ja nicht blöd und nicht blind. Man kann die doch wunderbar... Oh. Ich bin dann mal so frei. Und mach mich mal frei hier. Und Schwergewicht nehme ich auch gleich noch mit. Habe ich natürlich nichts, was ich aus dem Weg räumen kann mit meinem Schwergewicht. Ich habe den Code 6 eingeholt. Rutsch! Na toll, eine halbe Sekunde vorher hat mein Schwergewicht aufgehört. Ich höre, komm. Du hörst? Hä? Mann, das für eine komische Aussage. Naja, gut. Jeder wie er meint. Verdächtiges Fahrzeug gesichtet. Ja, aber zu mehr reicht's auch nicht, ne? Sichten ist nicht gichten oder kriegen. Juhu, ich bin dran vorbeigerutschelt. Ja, wärst du mal lieber in die andere Richtung gefahren, du Deppchef. Bitte aktuelle Situationsmeldung. Nein, keine Situationsmeldung mehr. Zentrale, wir haben Schwierigkeiten. Die Nagelbänder und ihre Kinder. Geht weg, geht weg, geht weg. Das war gezielt. Hat ja schließlich alles seinen Grund, was ich hier so mache. Ja, danke, dass ihr mir da so... Ja, ihr habt ja auch einfach eine dicke, fette Lücke in der Mitte gelassen. Was habt ihr gedacht? Glaubt ihr, ich fahre da nicht durch? Eieiei. Und da heißt es dann hier nichts mit... Oh, die Kurve habe ich gut erwischt. Die Kurve habe ich gut erwischt. Ups. Ja, ich habe eigentlich gar keine Möglichkeit mehr hier, habe ich so das Gefühl, zu flüchten, wirklich, gell? Weil überall ist ja alles voll mit... Ja, alles voll mit Bullen. Alle Einheiten im Umkreis. Der Code 6-Verdächtige wurde zuletzt gesehen in Richtung Süden. Moment, nein, Osten. Ja, wie jetzt? Süden oder Osten? Habt ihr Probleme mit rechts, links, geradeaus?
Eigentlich ist es ja ganz leicht. Ey, du hast mir eine Beule in meinen Kotflügel gefahren. Und sowas nennt sich Gesetzeshüter. Finde ich nicht okay. An alle Einheiten rechts. Von meinen Steuergeldern. Was liegt rechts? 1047er. Oh, die Sau hat mich voll durchgedrückt. Aber cool, er hat mich oben drüber geschossen. Jagd ihn weiter in diese Richtung. Wir haben vor ihm abgesperrt. Lass mich durch hier. Die Absperrung hat nichts gebracht. Wiederhole, Absperrung hat nichts gebracht. Ja, natürlich nicht. Ah, jetzt kann ich nicht mehr. Jetzt haben sie mich. Gleich haben sie mich. Gleich haben sie mich. Ah, geh weg da von mir. Wehe. Ah. Ja, leckt's mir am Arsch, ihr Kribbels. Alter, der war gut. Puls auf 180 und mehr. Wir haben die Straße vor euch gesperrt. Mehr Adrenalin als gut ist für mich. Nagelbinde auf der rechten Seite. Halt dann fahr ich halt links rum, ist doch klar. Danke, dass ihr das so schön ansagt. Auch ein richtiges Fahrzeug gesichtet. Au! Ups. Die Verfolgung ist gut, die macht Spaß. Die Runde hat's au, hat nicht gut. Aber cool. Glück gehabt. Er hat die Nägel im Scheiße, jetzt ist vorbei. Straßensperre bereit, bringt ihn her. Jetzt ist vorbei, jetzt muss ich warten, bis mein Reifen wieder gut ist. Ich bin halt platt. Ich bin gar nicht an euch vorbei gerast. Ich bin halt platt, Leute. Gerast. Ich bin höchstens an euch vorbei gekrückt. Oder nicht gerast. Jetzt alles voll mit Straßensperren, sag mal. Ich hab eure alte kaputt gemacht. Ihr braucht eine neue. Geht in den Mediamarkt. Kauft euch da eine. So. Mal ein bisschen schwindelig gefahren, die Bullerei. Ah, die macht, die ist echt gut. Die macht Laune. Wiederhol Unfall mit Einsatzwagen. Ja, du bist in mich reingeknallt, sag mal. Oh, jetzt schon wieder. Ich bin voll über die Nägel gebrettert. Ja, ich bin voll über die Nägel gebrettert, aber ich hab voll die Reifenreparatur. Und schon bin ich wieder weg. Naja, ich sag's jetzt nicht. Er ist gerade an uns vorbeigereist. Wir sind Q3. Naja, zwischen vorbei und durch. Vorher 20 ist abgesperrt. Ich würde ja eher sagen, ich bin durchgerast, aber das ist wohl Auslegungssache. Nagelbänder vor der Absperrung auf der linken Spur. Linke Spur heißt, ich muss auf der anderen Seite vorbei. Ich muss nur gucken, was ist rechts und was ist links. Redet ihr von eurer Richtung, aus ich meine Fahrtrichtung oder meine? Ich fahre mal hier lang. Knatsch, knatsch, knatsch. Er ist direkt reingefahren. Ich bin gar nicht, nur so ein bisschen. Verdächtiger setzt sich langsam ab. Flucht ist, wird immer unwahrscheinlicher. Obwohl, gerade, nee, da ist schon wieder einer. Zwei sogar, oh. Der hat wehgetan. Ich würde die gerne überstehen, die Verfolgung hier. Vielleicht kriege ich ja anständig Kohle sogar dafür. Naja, so ein bisschen vielleicht, aber... Straße ist abgesperrt, treff ihn hier. Aber ich komme trotzdem durch. Alter. So, kann man natürlich auch sein, den gesamten Reifen oder ich habe nur noch 13 Stück. Ich habe nur noch 13 Stück. Verdächtiger ist den Nagelbändern ausgewichen, er ist durch. Ach so, ich dachte, ich wäre genau drüber gefahren, aber das ist dann wohl auch nur Auslegungssache wieder gewesen. Ne? Aber ich lasse euch mal euren Spaß.
Ja, fahren wir mal hier lang. Ich glaube, hier waren wir heute noch nicht. Als ob ich es wüsste. Doch, ich glaube, hier war ich schon mal. Ich fahre mal so ein bisschen im Kreis, habe ich schon das Gefühl. Oh. Und noch einer. Dann halt da lang. Ja, ich fürchte fast, mit Flug wird es wirklich nichts mehr. Oh. Den Lenker haben ihn voll erwischt! Den Lenker haben ihn voll erwischt! So, kuscht euch alle! Ich stehe oben auf der Brücke. Oh, hier stehe ich nicht gut. Dann so. Die Daten für die neue Straßensperre sind jetzt auf eurem Bildschirm. Versucht ihn hier rüber zu treiben. Mein Bildschirm sehe ich nur mich und euch. Oh. Und mehr von euch als mir lieb ist, wenn ich ehrlich sein soll. Du hältst nur auf. Geh weg! Husch! Kleine nervige Fliege. Au! Ecken knuschen ist nie gut. Da leuchtet es, dann fahr ich halt hier lang. Oh. Komm jetzt, Flucht. Oh, da ist schon wieder ein Bulle. Nägel auf der Mittelspur. Bleibt dann, am Rand, Leute. Genau, bleibt am Rand. Danke, dass du es mir gesagt hast. Verdächtige ist den Nagelbändern ausgewichen. Ja, du Idiot, hast mir auch eben gerade gesagt, wo ich langfahren muss dafür. Armin, genau da, wo wir dich haben wollen. Ich brauche definitiv mehr Reifenreparaturen. Ich brauche definitiv mehr Reifenreparaturen. Sonst, der hat auch schon wieder einen Zivilisten platt gefahren. So was macht man doch nicht. Naja, ihr schon, aber... Nee, ich würde das machen. Oh, jetzt habe ich... Nee, geht doch nochmal. Negativ für die Nagelbänder, er fährt weiter. Ja, er fährt weiter. Nein, nicht durch die Nagelbänder. Nicht. Der steht ja immer noch hier. Bist du nicht abgeraucht mit deinem blöden Auto? Rüttel. Hey, was macht ihr hier mit mir? Das sieht aus wie Sex. Leute, das ist nicht gut, was ihr hier macht. Ich kann nicht, okay. Das war fies, ihr habt gecheatet. Scheiß Hacker. Verdächtiger ist verhaftet. Unfallteam ist unterwegs. Fast eine 500.000 Sachschaden, ist auch nicht schlecht. Und mir $1,000 verloren. Und wie gesagt, ich muss mich jetzt hier definitiv erstmal reparieren. Nochmal 10.000 weg. Egal, aber die Runde war cool. Die hat Spaß gemacht. Ich würde sagen, ja, wenn es euch nur halb so viel Spaß gemacht hat, beim Zugucken, wie mir das Fahren Spaß gemacht hat, dann lasst mir ein Like da, hinterlasst mir einen Comment, abonniert meinen Kanal, schmeißt mir was in den... gebt mir ein Dislike. Hauptsache mal so ein bisschen Probleme mit der klaren Artikulation, aber ist schon okay, bist ja erst... Naja, bist alt genug, mein Alter bleibt geheim, ne? Jeder, der es nicht von alleine aus meinem Namen ableiten kann, dem sei auch nicht weiter geholfen. Ich würde sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, habt viel Spaß da draußen, bis zur nächsten Runde, Winke!